Hallo und weiter geht's. Wir werden uns jetzt hier mal in dem Wald, das ist gleich hier vorne, das Gebiet, werden wir uns da jetzt mal ja, so ein bisschen ausruhen, mal sehen, was da kommt. Okay, hier am Feuer und dann machen wir das hier so ein bisschen gemütlich. Das ist die Stelle. Jetzt muss ich nur noch auf Valka warten. Sofern das bei dem Regen hier überhaupt möglich ist. Ach ja, okay, gut, bis zum Einbruch der Nacht. Ach nee, Quatsch. Gut, dann war der Marsch. Ich fessle dir nun die Hände. Oh, Fessel. Und zu welchem Zweck? Biele. Du bist zu sehr Krieger, Eivor. Du wirst deine Angst erst erkennen, wenn du ihr hilflos ausgeliefert bist. Trink. Und das wird den Traum zurückholen, ja? Ist das alles? Du lässt mich einfach hier? Valka, das... Warum muss ich gefesselt sein? Mach mich los! Der Wolf kommt und ich erreiche meine Waffe nicht! Valka! Valka! Desto enger ziehen sich die Strecke. Ja, okay, gut. Es muss einen Trick geben. Was hat Valka gesagt? Mich darauf einlassen. Ruhig sein. Es klappt. Die Fesseln lösen sich. Frei. Jetzt wird abgerechnet. Sie verschwinden wie nach einem bösen Traum. Hey. Was geht hier vor? Verfluchte Gespenste! Kommt schon! Ich biete euch einen guten Kampf! Oh, 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 oh. Oh, warte mal, warte mal. Vielleicht... Wehr ich mich einfach nicht. Ah.
Okay, gut. Das... Als würde ich gegen einen Fluss kämpfen. Nee, da haut auch nicht hin. Irgendwie... Ja, warte mal. Stell dich dein... Warte, kann ich jetzt hier den Baum krabbeln? Nee. Kann ich hier vielleicht hoch? Ja, also ich weiß das nicht. Warte mal. Ja, ja, was soll ich jetzt hier nun? Wie läuft das jetzt hier nun? Ja, sowas, ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Umhauen, das bringt ja nichts, da kommen ja immer wieder welche nach. Ah, warte mal, da. Ich kenne dich, Wolf. Ich saß auf dem Eis an dem Tag, als mein Vater starb. Ich kein Kind mehr. Sei verflucht! Stirb! Okay, gut. Der Wolf ist fort. Vorerst. Ich bin bereit, Walker. Es ist Zeit. Svartalfheim, selbst nach Ewigkeiten der Abwesenheit hasse ich diesen Ort noch immer. Doch bietet er mir die Hoffnung auf Rache, die süßeste aller Früchte. Das Reich ist verändert, doch nicht durch Sod. Da ist noch etwas anderes. Ich muss Brock und Ivaldi finden. Mein Hugerke ist hoffentlich noch bei ihnen in Sicherheit. Okay, so, warte mal. Warum wird der jetzt hier nicht verhackfuggelt? So, warte mal. So. Okay, wo soll ich jetzt hin? Triff dich mit Brock.
ist da, oder Mörder? Aufi, aufi! Auf sie mit Gebrüll! Was? Ist die Zuflucht gefallen? Diese Feuerriesen sind eine Plage. Ach du Schande. Tot. Hilf uns, Erhabener! Rette uns! Ja, Moment. Ach, da sind noch mehr. Hilfe! Irgendjemand, bitte! So, erstmal wird hier geplündert. Und dann kümmern wir uns. Hilfe! Hierher! Hilfe! Ja, machen wir hier keine Hektik, Alter. Erstmal wird hier geplündert. Dann können wir ja mal die Leute befreien. Ich glaube, ich habe alle Riesen erwischt, ne? Ja, ich komme ja, nun mach mal halblang. Alter. Kretmas Rüstung ertrug sie, als seine Söhne sich gegen ihn wandten. Die Zwerge glauben, sie sei verflucht. Also dürfte es sie kaum stören, wenn ich sie davon befreie. Diese Rüstung bringt dich langsam um. Moment, wie jetzt? Bringt dich langsam um? Verfluchter Mantel. Deine Gesundheit wird verringert und du kannst nicht ausweichen. Du nimmst alle paar Sekunden Schaden. Dann lege ich das Ding noch nicht an. Da bist du doch bescheuert, wenn ich das Ding anlege. Ja, Moment mal. Verbessern. Okay, jetzt auf Maximum aufgepumpt. Alter, nee, das liege ich ganz bestimmt nicht an. Warte mal, wenn ich... Nee. Das ist zwar göttlich, aber... Nee. Na, auf der anderen Seite gucken wir uns doch jetzt einfach mal an. Alter, da nehme ich aber richtig viel Schaden. So. Nee, Leute. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ziehe ich das Ding an. Das könnte ich komplett vergessen. So, warte mal, wo sind jetzt ja nicht meine Rüstung abgeblieben, die ich gerade anhatte?
Ah ja, die ist es ja. Nee, nee. Das ziehe ich auf gar keinen Fall an. Das könnt ihr komplett vergessen. Gut, dann befreien wir mal. Wieso ist das hier eigentlich Sperrgebiet, wenn hier keiner ist? Verloren. Brock verließ gestern die Zuflucht, bevor der Überfall begann. Er nahm den Hugaker mit. Wohin hat er ihn gebracht? Seit du weggingst, wurde er immer launischer. Der Hugaker ist das Einzige, was ihn noch kümmert. Du solltest seinem Beispiel folgen. Also, wo ist er? Wo? Neulich Nacht sprach er davon, den Krater von Atri zu erkunden, um Antworten zu finden. Er bringt den Hugaker vor Surts Türschwelle? Augenblick mal. Wo warst du überhaupt die letzten Tage? Tage? Egal, es zählt nur, wohin ich gehe. Und wo ist das? Atri? Wo immer ich Vergeltung finde. Beruhige dich, Harvey. Komm zu Sinnen. Auge um Auge führt dazu, dass am Ende alle blind sind. Was kümmern mich auch? Aber hier, der Ivaldi, der hat ja jetzt auf einmal längere Haare. Ich meine, wie lange war ich weg? Guckt euch hier mal an. Der hat auf einmal Haare, lange Haare oder längere Haare als vorher. Wie lange war ich weg? So viele sind tot. Meine Freunde, meine Brüder, alle fort. Okay. So, Reise nach Atri. Atri, gut. Dann reisen wir mal dahin. Ich muss Brock in Atris Krater finden. Der tapfere Dummkopf meint es gut, könnte mich aber um meine Rache bringen. Was stimmt mit diesen beiden Brüdern nicht? Einer starb bei der Suche nach Med, der andere setzt aus Übereifer sein Leben aufs Spiel. Hey, da muss ich hin. So, mal gucken, ob sie irgendwelche... Wir machen das mal so. Ob sie irgendwelche Pilze gibt, die ich futtern kann. Mal nachsühnen. Da, warte mal. Ach, da muss er. Muss ich hin. Dahin. Okay, dann wollen wir mal. Das ist auch hier ein trostloser Ort. Ah ja, da sind Pilze.
So, warte mal, kann ich auch noch in die richtige Richtung? Was siehst du, alte Freundin? Ja. Dann versuchen wir mal den Hügel hinauf zu klettern. Von hier oben haben wir dann wohl hoffentlich mal einen besseren Überblick. Sönen, leite mich. Ja, irgendwo hier muss er ja sein, ne? Mein Hugak her. Immer mit der Ruhe. Hier ist er. Völlig sicher. Ich wollte etwas untersuchen, aber dann bin ich gestolpert und... Kannst du laufen? Nein. Dann trage ich dich. Oh, Vorsicht! Ich bin doch kein Sack Rüben. Okay. Brock in Sicherheit bringen. Wohin? Was hast du über den Hugak hier herausgefunden? Vielleicht weiß ich nun, wie man ihn... Alles klar, gut. Aber wenn du es auf Sod abgesehen hast, endest du vermutlich beim Festmahl in Valhall. Valhall? Das ist für die Schwachen und Wankelmütigen. Nein, ich werde nicht sterben. Welten mögen sterben, doch ich werde ausharren. Was ist mit Sindri? Nennst du ihn etwa auch schwach? Warum sollte er denn in... ja, natürlich. Er sitzt dort in Valhall. Für einen wie ihn ist das eine große Ehre. Okay, da war gerade ein Feuerriese oder zwei. So, da... Wie komme ich jetzt da mal drüben hin? Ich glaube... Warum muss ich ihn gerade dahin bringen? Warum nicht hier hin? Nun denn, dies sieht nach einem guten Ort aus, um dich abzusetzen. Also dann, was ist der Zweck des Hugakers? Keine Ahnung. Kann er Sucht töten? Nun, das ist nicht sein Zweck. Aber ja, ich denke schon. Wie? Er nutzt das Licht. Sehr viel Licht. Das war Baldas Gabe. Er konnte die Nacht zum Tag machen und umgekehrt. Brauchte Sod deshalb seinen Huger? Ja, die anderen sind nur für das Gleichgewicht da. Aber du musst wissen, da ist noch ein weiterer. Wie Balda. Unvollständig. Wessen Huger ist es? Sods. Nur ein winzig kleines Stückchen. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, wenn der Hugakeer Sod berührt, vereinen sich die beiden. Der Hugakeer ist bereits vollständig. Nichts kommt hinein oder heraus. Ein geteilter Huger versucht immer, sich wieder zu vereinigen. Seiner könnte gerade stark genug sein, das zu schaffen. Wenn das geschieht, wird er zum Hugakeer. Dann kann ihn nichts aufhalten. Nur wenn er all das Licht beherrschen kann. Aber das glaube ich nicht. Sein gammeliger alter Körper ist nicht dafür gemacht. Das ist, als würde man versuchen, das ganze Meer in eine Schweineblase zu füllen. Nur, woher weiß ich, dass deine Einsichten stimmen? Du hast sie gar nicht alle gehört. Bist du wirklich davon überzeugt, dass die Vereinigung zu viel für Sod sein wird? Am besten versuchst du es, wenn er schwach ist. Wirklich tot. Also nicht richtig tot. Nur normal tot. Bevor er wieder aufwacht. Danke, Brock. Dann gib mir jetzt den Hugakeer und geh. Hier ist es zu gefährlich. Ich geh doch jetzt nicht. Ich bin so weit gekommen. Tu, was dir gesagt wird, mein Freund. Okay, stelle es zu. Ich frage mich, schickt mich Brock in den Tod? Nein, mein Schicksal ist Ragnarök.
weit in der Zukunft. Nichts wart, Alpha Aim. Okay, ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.